Liebe Investierte, liebe Interessierte, ja, der Dow Jones ist ja schon mal zu Beginn des Jahres über die 20.000 rübergegangen. Eher etwas schüchtern, ist ja sofort danach auch wieder zurückgekommen. Im Moment sieht es danach aus, als ob der jetzige Anlauf dann auch einer ist, der etwas dauerhafter sein wird. Also eigentlich alles nach Plan. Nach der US-Wahl wissen wir ja, der neue Präsident bringt die Konjunktur richtig zugange. Und wenn die Konjunktur entsprechend richtig läuft, dann wird das natürlich auch gut für die Aktien sein. Aber wo ist denn der genaue Plan? Ich meine, wir haben natürlich verschiedenste Äußerungen dieses Führers der freien Welt, wie man ja früher auch noch mal zu diesem Amt gesagt hat. Aber wir mussten feststellen, dass er jetzt mehrfach da auch schon wieder zurückrudern müsste. Ich denke mal eben an Sachen wie das Einreiseverbot einige muslimische Länder, wo er jetzt Gegenwind bekommen hat. Wir stellen aber auch fest, dass er einige Äußerungen gegenüber Putin jetzt richtig konträrer Natur gebracht hat. Das ist auch neu gewesen. Also wir haben einige Punkte inzwischen, wo er Gegenwind bekommt. Es lässt sich also alles nicht immer ganz so umsetzen. Hinzu kommt, dass er eben ja auch Äußerungen gemacht hat, wo dann andere Äußerungen wieder direkt konträr dazu sind. Also insofern sich darauf zu verlassen und darauf jetzt eine große Konjunkturprognose aufzubauen, Ich weiß nicht. Ich überlege ja auch noch mal etwas anderes mit hinein. Wenn das große Konjunkturprogramm kommt, solche Infrastrukturmaßnahmen, die haben ja auch immer ihren Vorlauf. Da müssen wir eher darüber nachdenken, starten die schon in 2017 oder nicht erst in 2018? Also können wir wirklich darauf jetzt bauen? Ich setze, wie gesagt, ein Fragezeichen dahinter. Besser halte ich es, sich insgesamt mal die Konjunkturindikatoren anzuschauen und wohin man guckt in der Welt. Wir haben eigentlich fast überall entsprechend gute Indikatoren. Also auch in Ländern, von denen man eigentlich denken würde, dass die von dem US-Aufschwung ausgeschlossen werden. Wenn jetzt eben Trump die Grenzen hochzieht, die Schotten dicht macht mit dabei. Also das scheint eben doch eine Entwicklung zu sein, die auch unabhängig von Trump läuft. Und insofern können wir sagen, jawohl, wir haben hier auch Rückenwind dafür. Nichtsdestotrotz kann es natürlich jederzeit sein, dass wir hier irgendwo Gegenwind bekommen, weil ein Tweet rauskommt, der vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht ist mittlerweile. Ist das ja durchaus vorstellbar. Es wäre ja auch nicht das erste Mal. Also vor dem Hintergrund, wenn ich mir auch auf den Devisenmarkt anschaue, es waren sich ja auch alle einig darüber, ja, Dollar-Euro geht auf die Parität oder 95-90, wie dann ja auch einige Häuser das dann immer so von sich geben. Und in dem Umfeld hatten wir es auch gerade, dass es eher gedreht hat, dass der Dollar sich also sogar eher etwas abgeschwächt hat. Wie passt das zusammen? Also aus meiner Sicht heraus ist es gut, sich nicht nur darauf zu verlassen, sondern eben sich auch abzusichern, dass es jederzeit in eine andere Richtung laufen kann. Und wenn ich sehe, dass der Goldpreis derzeit wieder auf dem Weg nach oben ist, generell die Edelmetalle, bei den Rohstoffen es danach aussieht, dass die Konsolidierung vorbeigeht und andere Anlageklassen wie Private Equity, Absolute Return oder ähnliches auch unabhängig von der allgemeinen Tendenz gute Erträge versprechen, ist man mit einer breiten Streuung gut aufgehoben. Mehr dazu dann beim nächsten Mal.